Willkommen zurück zu Paper Mario Color Splash. Diesen Raum hier kennt ihr schon vom letzten Part. Das ist hier vor der Sniffet Show. Und mir ist aufgefallen, dass dieser Sniffet hier vorne das Extra-Set verkauft für 2000 Coins und nicht nur für 1000 Coins. Ich habe ein Set mit Einkarten für die Extra-Runde. Aber das ist immer noch nicht das Beste. Damit kommst du auch direkt in die Extra-Runde. Ja, sehr gut, weil dann müssen wir nämlich nicht noch die ersten 7 Runden wieder spielen und ja. Sehr, sehr schön. Deshalb mache ich jetzt keinen Zeitraffer rein, weil. Ja, die letzten 3, da haben wir nur mal verkackt und ja. Dann spielen wir direkt extra Runde und das kann man ja auch mal live machen und schwupps runter. Fabian, halt dein Maul. Halt die Klappe. Und damit sind wir dann wieder in der Sniffet Show. Komm, geh runter. Oh, es ist so dunkel hier. Hey, 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 sind wir einfach unter Wasser, aber wir können noch atmen, bla bla bla. Ich habe mal wieder hier meinen Stift parat. Ich weiß jetzt hier, worauf es in der dritten Runde ankommt. Ja, herzlich willkommen zur neuesten Folge der Sniffet Show. Das kennen wir ja schon. Tauchspecial. Wie auch immer die unter Wasser aushalten können, aber schieß drauf. So. Es sieht aus, als hätte Mario das Extra-Set von einem unserer Sponsoren erworben. Wir springen also direkt zur Extra-Runde. Löse alle 3 Aufgaben und gewinne den leeren Schatz. Aber pass auf, eine falsche Antwort und das Spiel ist vorbei. Sehr gut, dann begib dich bitte in den Kandidatenbereich. Klingt so, als wenn der oben mit Geld geheilt da ist. Fangen wir an. Extra Runde 1, Trudelkarten 2, ne? Ja, bleibt das gleiche Spiel. Und die 3 Karten sind diesmal Bohr, Wurfhammer und Seithammer. Okay, das ist recht simpel. Wir haben die Karten. Bohrsprungen, Wurfhammer, wo haben wir es? Da. Und den seitlichen Hammer, der heißt wie? Wo ist er? Hallo, da. KO-Hammer, genau. Ja, und sehr schön. Ease. So, extra Runde Teil 2 ist Kelbkarten 2. Wir zeigen dir 3 Karten, die man wieder identifizieren muss. Pickel, Doppelsprung und Pau. Gut. Das sollte auch machbar sein und das ist kein Schummeln mit dem Schreiben, ne? Das kann jeder machen. Doppelsprung. Powerblock. Pickelhelm. Komm, wo ist der Powerblock? Hallo. Da. Hast du schon eingemalt. Ease. Und daraufhin kommen jetzt, weil ich keinen Bock habe, das Ganze nochmal zu spielen. Das andere. Ja. Wir kommen zur letzten Aufgabe. Extra Runde Teil 2. Merkkarte 2. Ich schreibe jetzt schon mal was vor. Sniff. Sniffit. Was gab's? Cheep Cheep, Sniffit und Bloop. Geham. Also Pilz. Und Multisprung. Okay. Und der Sniffet hatte den Multisprung, also diesen großen, wie auch immer. Wie heißt er? Was war das? Okay, ich hoffe, das hat man jetzt nicht in der Aufnahme gesehen. Ist einmal kurz gerade so komisch abgekratzt. Macht nichts.
Ja, korrekt. Ja, einfach. Unglaublich, dass du die extra Runde gemeistert. Herzlichen Glückwunsch, Mario. Du bist der offizielle Champion jetzt Sniffle Show. Hol dir einen Preis ab, den du verdient hast. Danke fürs Mitmachen, Mario, und an unsere Zuschauer. Ich hoffe, sie begrüßen uns erneut, wenn es wieder heißt. Herzlich willkommen zur nächsten Folge der Sniffle Show. Ja. Herzlichen Glückwünsche zum Gewinn des legendären Schatzes. Quetsch ihn ruhig aus. Das erinnert mich gerade so ein bisschen an Glücksrad. Oh, so eine Sofortbildkamera. Ich will auch einen echten mal haben, aber die sind so teuer. Ah. Mit Mario drauf, super. Oh. Ein Klassiker und Dauerbrenner des Hobbyfotografen. Damit kannst du ein echtes Abbild von dir machen. Ich will auch einen. Der legendäre Schatz gehört dir. Das ist ja echt verdient. Naja, mehr oder weniger. Der große Preis erwartet dich am Ende der roten Röhre. Kriege ich den Farbstern? Sehr gut. Hat schon Angst, dass ich jetzt in normalen Runden nochmal spielen muss. Da ist ja der Farbstern. Ah. Hi, Lulia. Ging ja nochmal gut. Warum gehen eigentlich alle Parts mit Game Over immer zu Ende? Lass mich raten, ich gehe an dem Ende des Parts immer noch Game Over, ne? Natürlich. Das ist mir, scheint mir ein Industriegebiet zu sein. Oh, 100% eingefärbt. Die drei Dinger. Und wir haben Post in Port Pirisma. Auch die gucke ich mir direkt mal an. Warum nicht? Und was hat es mit diesem Peach-Ding da auf sich? Kann mir das mal jemand erklären, bitte? Ich verstehe es echt nicht. Die eine Peach-Post haben wir ja schon. Meine wundervollen 100 KP. Ach. Mal wieder schön. Mal sehen, was es so gibt an Post. Hoffentlich was Sinnvolles. Oh, die Briefmarke da oben, weil dieser Verschluss leuchtet, wenn Post angekommen ist. Auch ein nettes Detail. Mario, ist gerade Post angekommen. Mario, dank dir haben wir endlich unsere lange erwartete Teeparty im Hotel feiern können. Alles, was wir noch hatten und tun wollten, ist erledigt. Daher können wir nun diese Welt verlassen. Und in ewiger Dankbarkeit. Die Teeparty Tots. Und hier ist noch ein neuer Brief. Wie aufregend. Sehr geehrter Mario, uns wurde mitgeteilt, dass du unsere Teekanne mit lila Blumenmuster gefunden hast. Wir können den Teilnehmern der Teeparty unmöglich ihren Tee aus einer Kaffeekanne servieren. Wenn es also keine Umstände macht, wäre es vielleicht möglich, dass unsere Teekanne wieder zu uns zukommen lässt? Wir verbleiben mit freundlichen Grüßen, Hotel Ultramarino. Und hier ist noch ein Brief. Luigi! Hallo großer Bruder, ich bin's, Luigi, der Klempner in Grün, du weißt schon. Hast du schon mal von dem Schnick-Schnack-Schnuck-Arena-Genie gehört? Also dem Meister Schnuck da? Es heißt, dass man eine sehr seltene Karte bekommt, wenn man ihn besiegt. Nicht vergessen, alte Briefe kannst du nochmal lesen. Wie auch immer die aus dem Himmel eine Postkarte schicken können. Egal. Ich gucke gerade mal, ob ich noch eine Teekanne im Inventar habe. Wenn nicht, die wollen ja da was haben. Vielleicht bekommt man da was für. Deswegen besorge ich mir mal direkt eine Teekanne noch vom Hafen. Oh, vielleicht können wir ja noch irgendwas dafür kriegen. Inzwischen haben wir drei Achievements. Sehr gut. Mal sehen, was willst du denn? Teekanne, 250. Nehme ich mir. Aufgepasst, und hier kannst du jetzt quetschen. Ja, mache ich. Warum auch immer es nicht aus einer Kaffeekanne servieren kann. Entschuldigung, wenn ich zwischendurch huste. Ich bin derzeit ein bisschen heiser und ich habe solche leckeren Eukalyptus-Bonbons neben mir.
will ich nur im Part nicht lutschen. Kommt kurioserweise auch beim Kaffeekränzchen zum Einsatz. Sag ich doch, ist auch umgekehrt immer. Und wie sieht es eigentlich derzeit aus? Brauchen wir irgendwo was? Hä? Suche nach einem Dings, das eigentlich aus drei Dreien besteht. Es schwebt an einem Ort, der vor Tanz und Gesang widerhallt. Also, was du jetzt brauchst, ist etwas ganz Besonderes. Besonders ist doch genau dein Ding. Ich glaube, der meint die Ballons. Aber die haben wir ja schon. Wieso gehe ich eigentlich? Ich kann auch so zurück zur Weltkarte. Ah, mal sehen, was die im Hotel Ultramarino damit anfangen wollen. Da haben wir auch eine Peach-Post in die Gesprächsblase, okay. Ne, da war Ultramarino, stimmt schon. Wegen Mario und Ultramarinenblau, ne? Deswegen Ultramarino, ja. Hat, glaube ich, jeder verstanden. Ich gehe von Intelligenz meiner Community aus. Dank dir konnte das Hotel wieder eröffnen. Wir sind komplett ausgebucht. Naja, für dich machen wir eine Ausnahme. Möchtest du dich bei uns ausruhen? Nein. Falls du dir alles überlegst, kannst du jederzeit wiederkommen. Verzeihung, der Bereich ist für Angestellte. Okay. Und wie soll ich die Teekanne denen zukommen lassen? Muss ich die wieder da links einkleben? Wie muss ich denen die Teekanne zukommen lassen? Oder ist es nur sozusagen parodisch gemeint? Hä? Ich räume so lange auf. Naja. Wie sieht es eigentlich da an der Seite aus? Ist der immer noch da am Vogelfutter streuen? Ja. Kannst ja lange warten. Jetzt im Ernst, wie soll ich denen die Teekanne zukommen lassen? Stand doch dein Brief, ne? Status? Nee, Items? Briefe? Auf ein Kränzchen. Hallo Mario, ich bin's, der Besitzer des Cafés. Nee. Nicht auf ein Käffchen, sondern Teekanne gesucht, da. Sehr geehrter Mario, uns wurde mitgeteilt, dass du unsere Teekanne mit lila Blumenmuster gefunden hast. Wir könnten den Teilnehmern der Teeparty möglich. Vielleicht sollte man nochmal vorher lesen. Das war nur der Hinweis darauf, dass die die wieder haben wollen. Herzlichen Glückwunsch an mich. Yep. Und weil wir jetzt ja schon so viel Zeit verschwendet haben, können wir ja auch gleich nochmal nach da vorne gehen, was die da wollten. Lass mich raten, hier war ich auch schon. Ne? Den gelben Pfaffchen haben wir aber eigentlich schon. Aber hier können wir doch bestimmt irgendwie hoch, ne? Nee. Ach, wisst ihr was? Hier kommen wir auch nicht lang, hä? Nee. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Deshalb. Sehen wir uns einfach im nächsten Part dann wieder. Wird, glaube ich, besser sein. Das ist einer der schlechtesten Parts, die ich jemals aufgenommen habe. Und dann geht's dann weiter mit Kobalt Kai. Das. Hallo Kai, Sakai, hallo.
Da haben wir wieder einen großen Farbstern, da können wir einen großen blauen Farbstern bekommen. Da hätten wir die Hälfte des Spiels schon durch. Dann sage ich einfach mal bis zum nächsten Part, weil damit anzufangen macht jetzt wenig Sinn. Bleibt dran und tschüss.